Jo, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video rund um das Creative Soundblaster World of Warcraft Gaming Headset. Es gibt noch ein weiteres Video auf Wunsch meiner Abonnenten. Das sage ich deshalb, weil das hier kein professioneller Review-Kanal ist für alle, die sonst durch diverse Suchsysteme auf dieses Video gekommen sind. Das soll lediglich im Hobbybereich bleiben, beziehungsweise ein kleiner Einblick gegeben werden auf Wunsch verschiedener Abonnenten, dass wir uns doch dieses nette Teil, was doch ein bisschen eventuell teurer ist oder auch war und mehrere kleine Spielereien bietet, das nochmal zu zeigen, ein paar Einblicke zu liefern und das natürlich in einer reviewartigen Form zu machen. Heißt, das Ganze ist lediglich, um kleine Einblicke und diverse Schnickschnack-Sachen zu zeigen. Nummer 1, ich rede über dieses Headset, das heißt, die Soundfunktion könnt ihr jetzt am eigenen Ohr erfahren, wenn man so sagen will. Und ob euch das schon mal zusagt, das ist dann logischerweise euch an dieser Stelle überlassen. Ja, wir sehen hier die Voice-FX-Funktion. Warum fange ich damit an? Ganz einfach. Ich habe damit schon ein Video gemacht, schon ein Video gefüllt. Das haue ich auch in die Beschreibung. Da habe ich diesen Test schon gemacht. Und das ist also Video 2 zur Software zu sonstigen Spielereien eben in diesem Bereich. Ich möchte nochmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich diese Videos nicht grundsätzlich weiter im Review-Bereich machen möchte. Das hier ein Let's Play-Kanal, vielleicht in diese Richtung Craft Talks, Blog, Laber, Interviewformat gehen soll, aber weitere professionell gestaltete Reviews hier nicht erfolgen werden und das nur nochmal so. Wir gucken uns das an und jo, in diesem Sinne fangen wir einfach mal an, bevor ich das noch 10-mal sage. Also wir haben hier die verschiedenen Optionen, die Software kann man also downloaden, eine extra CD war nicht dabei. Es kommt vielleicht noch ein drittes Video zu Kartonverpackungen, sonstigen Spielereien und eben Aussehen von dem Ding, wobei es man es hier ganz gut sieht im ersten Punkt und solche Sachen folgen vielleicht noch für die, die da schon wieder sagen, mehr. Ja, mal schauen, vielleicht. Also ein drittes ist auf jeden Fall noch möglich. Gut, den genauen Namen, den genauen sonstige Infozeug, das genaue sonstige Infozeug findet ihr in der Beschreibung. Und wir fangen also an mit der Software. Wie sieht das Ganze aus? Wir können uns per verschiedene Profile machen, einstellen. Wir haben das P1, das ist das automatische. Ich habe mir meins erstellt. Halten wir es natürlich Pro, wie sollte es anders sein? Kleine Blizzard-Spielerei, logisch, WoW Gaming Headset. Wir können uns einen Avatar wählen, ja, vom Menschen Paladin über Krieger hier oben bis zum Schaman und so weiter. Also ob das jetzt so unbedingt den Sinn hat, ich habe mir einfach den Schurken genommen. Also das ist, glaube ich, der größte Wayne-Faktor, den wir überhaupt dabei haben. Wichtiger wird es dann schon beim Namen nicht unbedingt, das ist auch variabel, wie gesagt, das sind die Profile. Hier unten haben wir also direkt einen zusätzlichen, unabhängig, also schon abhängig natürlich, aber unabhängig regelbar eben von eurem Windows oder sonstige Soundsystem, was man also beim Lautstärke-Mixer, der meistens unten rechts hier unten irgendwo verlagert ist bei euch, kann man hier also nochmal extra einstellen mit dieser Software, wenn euer Mixer sozusagen ein bisschen buggt, wo ich noch keine weiteren Erfahrungen habe, haben wir hier also nochmal die extra Möglichkeit, das Ganze einzustellen oder auch zu verfeinern, wenn man jetzt die Eigenschaften, Einstellungen und so weiter nicht findet. Das nur zu dieser Seite, ansonsten sehen wir hier also, haben wir die drei großen Bereiche Beleuchtung, THX, THX, Game Audio, Game Audio und Tastaturbelegung. Die Beleuchtung, ja, wir können diese Ohrmuscheln von außen beleuchten. Mehr dazu, wie gesagt, da haben wir natürlich auch Mute-Funktionen und so weiter. Mikrofon ist einsteckbar. Mehr dazu, wie gesagt, in dem externen Webcam-Video, wenn ich denn noch eins mache. Ansonsten sind hier außenrum jetzt keine weiteren Sachen, also Standardsachen sozusagen, Standardelemente, so nochmal so ein extra Laut-Leise-Regler, was ja bei vielen Headsets mittlerweile integriert ist. Und ja, also hier sehen wir das Ding mal. Wir haben hier also die Möglichkeit, dieses Farbsystem, das sehen wir hier unten, da wird es angezeigt. Das kann dann blinken, das kann pulsieren, das kann variieren zwischen verschiedenen Farben. Die können wir eben auch durchlaufen lassen. Ich habe das Ganze aus, weil man sieht, wenn man es auf hat, davon genau nichts. Und deswegen habe ich das auch ausgemacht, pulsieren demnach auch aus, weil ich denke, das hat nicht so viel Sinn. Das ist das Horde-Symbol, machen wir schön rot hier auf jeden Fall. Es hat nicht so viel Sinn, da irgend so ein Blinke-Zeug anzumachen, wenn man selber davon gar nichts hat. Ich weiß auch nicht, selbst wenn ich sehen würde, ob ich das haben muss. Ist eine nette Spielerei, wie gesagt, dass man jetzt, wenn man jetzt das, ich habe das Allianz-Modell, wenn man jetzt das Horde-Modell hat, da so ein schönes rotes Leuchten an der Seite hat, weiß ich nicht, für wen man das dann anmacht, ob man da große Freude hat, wenn man es jetzt irgendwie anders groß zeigt. Guck mal hier, mein Headset leuchtet. Aber gut, wie gesagt, es sind eine Menge kleine Spielereien dabei und die zählt definitiv dazu, ist natürlich eine schöne Sache. Allerdings keine, wofür ich unbedingt jetzt noch einen Preisaufschlag von 20 Euro bezahlen müsste, aber dem ist ja auch nicht so. Aber hier eben verschiedene Farbbeleuchtungen einstellbar für die, die es mögen. Dann haben wir hier die verfeinerten Soundeinstellungen. Sehr schön zum Testen mit einem der epischsten Intros von WoW, vom Wrath of the Lich King, Aufstieg des Lichtkönigs, Zorn des Lichtkönigs, Fall des Lichtkönigs, alles dabei. Heißt, also das erste Hauptintro von dieser Erweiterung, Wottel K. Und
Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht soundrechtliche Probleme kriege, deswegen nur mal ganz kurz angerissen. Ich dachte, wir können ein bisschen spulen oder so, ist nicht der Fall. Dickes Minus an der Stelle, nein. Ja, kann man das also testen, diese verschiedenen Einstellungen? Wir sehen das hier Musik. Wir können also, wenn wir den Haken reinmachen, können wir das verbessern und speziell auf unsere Bedürfnisse zusammenschneiden und während das läuft, also Verbesserungen vornehmen und das wird dann auch in Echtzeit übertragen und so kann man das also optimieren. Und ich denke, an diesem Intro gemessen ist das auch eine nette Möglichkeit, beziehungsweise ein netter Test, direkt das umzusetzen. Ihr seht, ich habe hier teilweise schon ein bisschen rumgespielt, sieht man an diesen ungeraden Ergebnissen teilweise. Wobei der Mathematiker jetzt natürlich sagt, 72 ist natürlich eine gerade Zahl, aber ihr seht, denke ich, im Vergleich zu diesen beiden, was ich hier meine. Wir können also einstellen, die Musik und Filme, die lebensechter dann erscheinen sollen. Den Surround ist, denke ich, klar. Audio, Realismus, Musik, Film, Spiele. Bass ist, denke ich, auch klar. Klang- und Bassqualität des Lautsprechersystems. Dialog Plus oder Dialog Plus verbessern Sie Stimmen in Filmen für klare Dialoge. Das merkt man hier auch sehr schön mit Mein Sohn, ne? Ich werde dir die Verantwortung geben und den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass du das und das machen wirst, nicht wahr? Wie der gute Terenas da mit Arthas geredet hat oder wie auch immer das in dieser Cinematic-Videosequenz gezeigt wird. Und hier unten die Lautstärke der Audio-Wiedergabe automatisch anpassen, um plötzliche Lautstärkeänderungen zu minimieren, war glaube ich da, nicht wahr? Lautstärkeänderungen sollte man ja nicht unbedingt maximieren wollen. Und ja, also verschiedene Einstellungen muss ich sagen, ich habe mich damit noch nicht so ausgiebig beschäftigt mit keinem der ganzen Sachen, um ehrlich zu sein, gut hier mit dem Voice-Mixer, wie es eventuell dieses System verdient hätte, aber darum geht es ja auch in diesem Video nicht. Ich habe hier ein bisschen, wie gesagt, rumgespielt, aber ich denke, da kann man eine Menge Zeit investieren, um gewisse Sachen bis ins größte Maximum zu optimieren. Das ist hier, denke ich, möglich mit solchen Optionen. Und da wir hier auch verschiedene Optionen haben und dann nochmal hier einzelne Skalenoptionen, denke ich, dass man da verschiedene Sachen, verschiedene Dinge schon erzielen und auch bearbeiten kann und somit ein schönes, positives Ergebnis erzielt für jegliche Spiele, Musik oder Filmsequenzen. Und ich denke, das ist eine richtig schöne Sache, die zu so einer richtigen Gaming-Headset-Software auf jeden Fall dazugehört. Game Audio, da haben wir hier, wie gesagt, dieses Voice FX, Voice FX, das sind diese Stimmverzerrer, die teste ich jetzt nicht nochmal ausgiebig. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, eben mit diesem Dezibel zu skalieren, das kennen wir hoch und runter. Ja, ich denke, da muss ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, das haben wir sogar beim normalen Windows-Mixer teilweise. Da, wenn man da mit diesem Dezibel rumspielt, das sehen wir hier, können wir also verändern. Haben hier verschiedene Sachen noch, um das eben musikalisch anzupassen. Und ja, kann man hier also auch variieren vom Pegel hier die verschiedenen Einheiten. Ich denke, da muss ich nicht noch Größeres zu sagen. Dezibel, damit kann jeder, denke ich, was anfangen. Und damit hat, denke ich, auch die meisten schon irgendwo mal mit rumgespielt und rumexperimentiert. Und ja, der letzte Punkt in diesem kleinen Software-Review wäre also die Tastaturbelegung. Damit habe ich mich auch noch gar nicht weiter befasst. Wer meine Videos kennt, ich bin ja Noob-Clicker for Life, zum Teil auf jeden Fall in einigen Bereichen immer noch. Und von daher ist Tastaturbelegung auch nicht sowas für mich. Ich habe auch schon in diversen anderen Reviews oder ja, Fazit zu diesem Headset gelesen, dass das eigentlich zu aufwendig ist und man sich dann eine Menge, Menge Sachen einfach merken müsste. Neben, wenn ich jetzt WoW spiele, dann muss ich mir nicht nur meine Keys für meinen Heiler merken, dann muss ich mir auch noch merken, wann ich jetzt entmute und wann ich jetzt laut mache und so weiter. Aber ja, wir können es ja mal probieren, ob es so einfach geht. Wir sehen das hier, wie viel das ist, ne? Also hier die Intensität sogar. Hier das THX-Zeug, Voice-FX. Das kann man also alles einstellen. Hier stumm aus. Das sind, also es gibt schöne Optionen hier. Dann kann man das hier in aller Ruhe einstellen. Jetzt können wir hier die Taste dafür nehmen, ne? Ich denke, also Tastaturbelegung, denke ich nicht, dass das ist genau wie mit dem, nein, genau wie mit dem Dezibel-Zeug, dass man das also nicht noch weiter erklären muss. Ich denke, das ist soweit klar. Aber das ist auch eine schöne Sache, wie gesagt. Wer sich das alles merken will, ich möchte es nicht. Hier unten kann man auch einfach aufheben oder auf dem Profil speichern. Hat er auch verschiedene Profile. Kann man sich eins machen für Instanzen, im Hintergrund Skype von mir aus noch an und dann noch eins für Raids und so weiter. Ist das, denke ich, eine schöne Sache mit Tastaturbelegung? Vielleicht mache ich mir tatsächlich mal noch eins fürs Muten und so weiter. Weil was da für Probleme gibt, sehen wir dann im letzten Review-Teil eventuell nochmal. Aber ansonsten ist das also die feste Headset-Software, die es offiziell dazu gibt. Ich denke, das sehen wir auch hier. Soundblaster Creative sehe ich jetzt nicht, was ich am Anfang noch gesagt habe. Aber das wird ja, oder die Software ist jetzt eben nur von Soundblaster in dieser Richtung. Aber gut, das sind ja auch nicht Sachen, mit denen ich mich hier beschäftigen will. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Einführung oder kleine Tippsstellungen, was das denn? Kleine Tipps oder Einstellungstricks oder eben einfach nur eine Einführung geben für die Software dieses Headsets. Ist wie gesagt eine schöne Sache mit einer Menge Spielereien, nicht wahr? Aber ja, gut, gehört eben auch dazu.
Und genauso habe ich es ja auch im letzten Video angekündigt. Eine Menge Spielereien dabei, nettes Headset, schöne Audioqualität. Ja, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, speziell an meine Abonnenten jetzt gerichtet. Und wie gesagt, vielleicht kommt noch ein drittes, wo wir uns eben damit befassen, wie das Ding aussieht, wie es am Kopf liegt. Alles dieses, ja, Outdoor wäre jetzt nicht richtig, aber so, wie nennt man das denn? Webcam-mäßig aufgezeichnet, dass wir es also richtig sehen, dass wir richtige Bezüge ziehen können und ich da auch meine persönliche Meinung richtig mit reinspielen lassen kann. In diese Richtung sollte dann das dritte Video gehen, wenn wir denn eins machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick gekriegt und ja, wie gesagt, meiner Meinung nach, schönes Ding, schöne Spielereien an der Software und das hier ist wirklich ein schönes Ding, womit man gut arbeiten kann und ich denke, auch diese Tastaturbelegung, da kann man einiges draus machen. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, wie gesagt, ich konnte mit diesem Video das Ziel erfüllen oder habe es eben erfüllt und wir sehen uns dann im nächsten. Bis dann.